Herr Hogan, Sie machen einen sehr unzufriedenen Eindruck. Ja, da haben Sie recht. Ich war natürlich mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden. Wir wollten eigentlich versuchen, das Ravensburger Spiel zu unterbinden, aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Wir machen dann in der Defensive noch individuelle Fehler, dass man dann mit 0-2 in die Halbzeit geht. Und ich war mit der Leistung überhaupt nicht einverstanden. War natürlich eine schwierige Woche im Vorfeld für uns, weil einfach der Phil Weimer sich schwer verletzt hat im Training. Und weil sich vor dem Spiel noch der Stefan Müller verletzt hat. Und deswegen war es vielleicht auch für die Mannschaft schwer. Trotzdem erwarte ich im Abstiegskampf einfach eine andere Mentalität. Und ich war sehr unzufrieden mit der zweiten Halbzeit nach dem 0-3 Rückstand. Sah es teilweise besser aus. Man schießt das 3-1, macht das 3-2. Aber das muss man halt immer 90 Minuten abrufen, wenn man punkten will und nicht einfach dann mal 30 Minuten gut spielen. Deswegen bin ich mit der Leistung insgesamt nicht zufrieden und ist auch für mich sehr ärgerlich. Ich will natürlich jetzt auch nach dem Trainerwechsel, wenn man mal zwei Spiele verloren hat, wollte man heute mit aller Macht gewinnen. Aber das ist schade, dass die Mannschaft im Moment die Dinge nicht so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Sie haben die Verletzung von Phil Weimer angesprochen, von Stefan Müller. Können Sie da mehr über die Hintergründe sagen? Na gut, beim Phil war es eine Trainingsverletzung, unglücklicher Zweikampf. Er fällt die ganze Saison aus, hat einen Kreuz- und Innenbandriss. Er fällt also bis Ende der Runde aus. Ist natürlich ein Leistungsträger bei uns. Er war so ein bisschen die Seele der Mannschaft von seinem Zweikampfhalten, von seiner Physis her. Und der Stefan Müller ist vor dem Spiel ohne Gegnerkontakt umgeknackt. Muss man mal sehen. Denke eine Außenbandverletzung. Hoffe, dass er nicht länger wie ein, zwei Wochen ausfällt. Sie haben ja in der PK davon gesprochen, deutlich davon gesprochen, dass jetzt was passieren muss und haben auch über die Neuverpflichtung von Spielern gesprochen, die dringend notwendig sind. Können Sie das noch näher erläutern? Na ja, gut, näher erläutern nicht. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne die Mannschaft jetzt 3-4 Wochen. Ich denke, wir brauchen frisches Blut, einfach um den Konkurrenzkampf anzuheizen. Wir brauchen stabile Zweikämpfer in der Mannschaft und da muss ich was verändern. Ansonsten sehe ich uns da in ganz, ganz großen Schwierigkeiten. Eine Kuriosität gab es ja heute noch, eine Frage, die wahrscheinlich brennend viele interessiert, was da los war. Es gab einen Spielabbruch, einen vorzeitigen. Wie war das aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht, ich kann nur dazu sagen, dass scheinbar aus dem Ravensburger Fanblock, es waren da 5-6 Leute von Ravensburg da, der Schiedsrichter zum Linienrichter ging, der Linienrichter dann sagt, das Spiel ist fertig. Scheinbar war es so, dass eine Haselnuss an den Kopf des Linienrichters kam und der Linienrichter sah sich dann nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzuführen. Er wollte dann nicht mehr raus und deswegen wurde das Spiel abgebrochen. Ich bin jetzt, ich weiß nicht wie lange, 30 Jahre bald im Trainergeschäft, aber ich kenne so eine Situation nicht. Ich kann mich dann auch nicht freuen, ich weiß nicht, wie das Urteil dann ausfällt. War halt eindeutig, dass es von Ravensburger Seite kam, war ja niemand von Spielberg da. Und damit schädigen solche Leute natürlich ihre eigene Mannschaft und ihren eigenen Verein.